Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Anja und Ilan. Dies ist das zweite Q&A-Video. Das heißt, wir möchten gerne eure Fragen beantworten. Falls ihr das erste Video verpasst habt, wir verlinken euch das gerne nochmal. Wir haben heute folgende Themen, die zusammengekommen sind. Und zwar einmal das Thema Finanzen. Dann haben wir das Thema Planung rund ums Tiny House. Und das Thema Leben, also das Leben im Tiny House, wie wir uns dieses vorstellen. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr das jetzt tut und das Glöckchen aktiviert. Also, so verpasst ihr keine Videos mehr und unterstützt uns und unseren Kanal und unsere Arbeit. Wir starten gleich mit der ersten Frage. Möchtest du sie stellen oder ich? Nee, du. Okay. In der Kategorie Finanzen. Es wird gleich ernst zum Anfang. Wie finanzieren wir das Tiny House? Haben wir Ersparnisse gehabt? Haben wir einen Kredit aufgenommen oder beides? Beides. Beides plus alles, die Unterstützung, alles was ging, plus die Unterstützung unserer Familien. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wir haben einen Familienkredit aufgenommen, wir haben einen kleinen weiteren Kredit aufnehmen können und wir haben unser Erspartes auf den Kopf gehauen für dieses Haus und haben zurzeit auch den Luxus, das haben wir bereits letzte Woche erwähnt, dass wir keine Miete zahlen müssen. Das heißt, wir zahlen unser Haus bereits ab. Zusammengefasst, die monatlichen Ausgaben entsprechen somit in etwa der Miete, die wir in Berlin ausgegeben haben. Für uns war das total hilfreich, gerade diese drei Komponenten nutzen zu können, also eben aus dem eigenen Ersparten, dem Familienkredit als auch einem etwas kleineren Bankkredit, weil wir eben als Selbstständige nicht diese großen finanziellen Sicherheiten nachweisen können, sodass wir die gesamte Summe beispielsweise über die GLS-Bank hätten aufnehmen können. Da passten wir einfach nicht in die Schublade, in den Rahmen. Und das war auch vollkommen okay. Ansonsten können wir das sehr empfehlen. Das scheint wirklich bei vielen Tiny House-Besitzern oder Bauern gut zu funktionieren. In unserem Fall haben wir das einfach zusammengewurschtelt und auch das geht. Also es gibt viele Wege, wie man diesen Traum realisieren kann. Dann stelle ich die nächste Frage. Wie gehen wir an Kooperationen ran und welche Auswirkungen oder welche finanzielle Auswirkungen hat das oder haben diese Kooperationen? Wir haben da eigentlich keine klare Vorgehensweise, wie wir Kooperationen anfragen oder versuchen zu realisieren. Bei uns ist es in erster Linie so, dass wir im Internet recherchieren, erstmal unabhängig vom Preis, nach einem für uns passenden Produkt. Wir haben dann bei der Firma angerufen, unsere Fragen gestellt, haben die auch eigentlich alle beantworten können. Und wenn dann das Bauchgefühl stimmte, das war auch nicht immer der Fall, und wir dachten, super, das Produkt passt noch und wir haben ein gutes Gefühl bei der Firma. Das scheint alles auch leidenschaftlich zu sein und zu uns zu passen. Erst dann haben wir eigentlich unsere Idee der Kooperation in den Ring geschmissen, eben auch erzählt, was wir so machen. Mhm. Und das passte dann meistens für beide Seiten auch ganz gut, sodass wir eigentlich auch eine Lösung finden konnten, wie das für uns beide einen Mehrwert hat. Wir hätten uns nicht alle Produkte, die jetzt in unserem Haus eingebaut werden oder schon verbaut sind, leisten können. Zusammenfassend, wir haben keine Kooperation, die zustande gekommen ist, ohne dass wir sie angefragt haben. Die letzte Frage zu dieser Kategorie ist eine sehr ernste. Es geht nämlich um die Summe unseres Hauses, gerade auch im Vergleich, der genannt wurde, zu Nessas Haus, die ja, ich glaube, etwa 35.000 Euro ausgegeben hatte. Wie teuer denn unser Haus aktuell ist oder sein wird, wie da unsere Einschätzung ist? Also mit Nessa können wir definitiv nicht mithalten, weil wir jetzt schon für den Rohbau bei knapp 43.000 Euro sind. Wir haben es aber jetzt mal kurz überschlagen. Wir haben keine genaue Aufstellung tatsächlich. Wir haben uns so in diesen Bau hineingestürzt. Wir können aber sagen, dass wir, wenn ich jetzt alles zusammenrechne, was dieses Haus bewohnbar macht, auf rund 60.000 Euro kommen. Und da drin enthalten ist dann einmal der Fußboden, den wir jetzt gekauft haben, die Küche samt aller Elektrogeräte, dann unser Podest, die Trennwände natürlich, also alle Materialien, die dafür auch... Genau, die Versorgungssysteme, unsere Tanks, also auch der Abwassertank und Frischwassertank, die Wasseraufbereitung, also unser Filter, dann unseren Technikschrank, die Treppe, also alles, was wir jetzt brauchen und die Dusche natürlich auch und am Ende natürlich noch die Rechnung unseres Gaswasserinstallateurs und Elektrikers. Ausgeschlossen von dieser Summe ist definitiv der Wechselrichter zurzeit und der Akku, also alles, was wir für
für ein autarkes Wohnen benötigen. Wir werden das weiterhin dokumentieren und definitiv unsere Tabellen wieder etwas besser pflegen. Das ist für uns ja auch immer total spannend. Aktuell schauen wir einfach auf unseren Kontostand und entscheiden, können wir uns das jetzt gerade leisten oder nicht. Das ist immer so dieser Ist-Zustand. Ja. Und wir machen dann auch definitiv nochmal ein gesondertes Video, wahrscheinlich erst, wenn wir dann eingezogen sind. Und dann können wir auch nochmal besser darstellen, was waren denn jetzt so die großen Pferde, die so richtig Geld gezogen haben und was war eher Kleinvieh. Aber ich denke schon, dass wir am Ende an die 70.000 Euro kommen werden. 60, 70 schätze ich auch. Ja, irgendwo dazwischen auf jeden Fall. Hoffen wir, dass es dazwischen bleibt und nicht noch teurer wird. Es geht weiter mit der nächsten Kategorie und zwar der Kategorie Pläne. Wie haben wir unsere Statik überhaupt berechnen lassen? Das hat unser Tiny House Hersteller für uns gemacht. Einmal für den Stand und einmal bei Fahrt. Wir sind keine Statiker, keine Architekten, wir haben überhaupt keinen Background in diesem Bereich und haben uns da weitestgehend rausgehalten und natürlich darauf vertraut, dass unser Tiny House Bauer das schon macht. So, jetzt haben wir natürlich nach Rücksprache mit ihm erfahren, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Statik zu berechnen. Was wir sagen können, ist, dass bei der Berechnung unserer Statik davon ausgegangen wurde, dass unsere Stäbe gerade sind, also nicht verformt in irgendeiner Form oder verdreht, und dass das wohl dann die Theorie erster Ordnung sei. Fahrdynamik ist ja das eine, aber was, wenn wir mit einem Rad über den Bordstein fahren oder mit beiden Rädern gleichzeitig rauffahren, das verändert ja auch immer wieder die Situation, verändert sich ja ständig. Die Voraussetzungen. Und die Voraussetzungen auch, und dass es wohl da kein klares Regelwerk gibt. Ich muss ehrlich sagen, oder wir müssen ehrlich sagen, wenn da nähere Fragen aufkommen zu diesem Thema, es wäre ein Video für sich und es ist wahrscheinlich am besten, wenn man sich da gerne nochmal mit unserem Hersteller bespricht. Die nächste Frage: Wollen wir zu 100% autark oder hybrid sein? Wir möchten auf der einen Seite unsere klassischen Hausanschlüsse haben, um eben Wasser und Strom beziehen zu können oder auch einen Abwasserzugang zu haben. Aber wir möchten genauso auch die Anschlüsse gelegt haben, dass wir auf Autarkiesysteme aufstocken können, umrüsten können. Also die eierlegende Wollmilchsau bei uns. Ja, wir hätten gerne alles. Nein, wir haben mit der Basis ja auch angefangen und auch gleich Frisch- und Abwassertank eingebaut. Das war uns ganz wichtig, dass diese Grundvoraussetzungen einfach geschaffen sind. Genauso wie jetzt auch bei der Elektroinstallation alle Leitungen später für einen Wechselrichter, für eine Inselanlage gesetzt sind und das Nachträgliche oder das Nachrüsten kein großer Aufwand mehr oder ist. Oder umrüsten, ja. Genau. Aber das wird jetzt am Anfang nicht der Fokus sein. Ganz einfach auch aus finanziellen Gründen bei so einer Inselanlage mit Batterien und PV-Anlage oder Windrad, was da alles zukommt, da kommt einiges an Geld zusammen. Das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber irgendwann hätten wir das gerne. Wir sehen da aber auch Vorteile. Also wenn wir beispielsweise nicht genügend Strom erzeugen würden, dann hätten wir immer noch die Möglichkeit, Landstrom zu beziehen. Also das ist nur ein Beispiel. Wie planen wir unterwegs oder auch bei Stand unseren Internetanschluss zu gewährleisten? Ja, wir hatten erst nach einer Satellitenschüssel gesucht, tatsächlich. Das ist schon längst wieder verworfen. Es gibt natürlich, es ist auch Jahre her, Mann, wir sind ja schon 2 Jahre dran. Also es gibt LTE-Router. Das ist ein separates kleines Gerät, also ein kleiner Router, der eine eigene SIM-Karte bekommt. Und der kann dann beispielsweise Internet über O2, also Telefonica, Vodafone oder Telekom beziehen oder wo auch immer man eben gerade auf der Welt ist. Dann kann man eben auch die SIM-Karte austauschen. Dort gibt es selbstverständlich auch verschiedene Tarife. Das haben wir zumindest bei Lars von Rohe Energie gesehen, dem wir ja auch auf YouTube folgen. Ich weiß nicht, ob man das verlinken kann. Ansonsten packen wir euch das Video oder seinen Kanal auch in unsere Videobeschreibung. Und er hat nämlich zu seinem mobilen Internet ein kurzes Video gemacht. Haben wir damals über einen Fifth Wheeler nachgedacht, also einen Gooseneck-Anhänger? Ja, witzig, dass diese Frage kommt, weil wir tatsächlich so ein Tiny House als unser erstes Traumhaus gefunden hatten. Wir schauen mal, ob wir das Video noch finden und packen euch das dann auch gerne in die Infobox. Das war tatsächlich unser Traum, dass bei diesem Schwanenhals, wie man das glaube ich im Deutschen sagt, unser Schlafbereich gewesen wäre. Das haben wir uns wirklich so schön ausgemalt, aber wir haben in Deutschland zu dem Zeitpunkt keinen Anhänger gefunden, der eben diese Konstruktion hat. Und man ist natürlich auch gerade bei den Fahrzeugen auf dem deutschen Markt etwas eingeschränkter, da was Passendes zu finden. Gerade weil wir ja auch kein eigenes Fahrzeug haben, sondern dann eher nach einem Mietwagen schauen müssen.
Und auch da natürlich so die Ami-Karren nicht überall zur Verfügung stehen. Ja. Okay, kommen wir zur letzten Frage in dieser Kategorie. Wie viel von der Implanung haben wir selbst gemacht? Also die Rede ist von Elektrik, Heizung, Sanitär, Mobiliar. Da das natürlich ein enormer Zeitfresser ist, gerade für Berufstätige. Wir haben uns zu Beginn des Projekts unseres Tiny Houses dafür entschieden, dass wir intensiver involviert sein möchten und wir demnach unsere Jobs auch von den Arbeitstagen so reduziert haben, dass wir nicht nur für die Planung und für den Bau unseres Tiny Houses selbst mehr Zeit haben, sondern dass wir uns auch Zeit für den YouTube-Kanal nehmen können, dass wir da so ein bisschen mehr unseren Leidenschaften nachgehen. Und das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss weniger Geld zu verdienen, aber auch geringere Ausgaben zu haben, weil es eben nicht alles von Profis gemacht mehr werden muss. Ja, wir haben alle Pläne eigentlich selbst geschrieben, ob es um die Elektrik geht, unsere Wasserpläne, um die Entwicklung unseres Mobiliars, sei es jetzt das Küchenpodest oder unsere Lofttreppe, und haben dann eigentlich erst zum Ende hin mit den Profis, also mit dem Installateur oder Elektriker, Rücksprache gehalten oder auch mal unserem Tiny House Bauer, ob die Pläne so passen. Und zum Glück musste gar nicht so viel angepasst werden. Also wir haben da zum Glück ganz gute Arbeit geleistet und wir sind am Ende total stolz, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Ja, es war nervenaufreibend, wir haben auch echt oft geflucht, aber heute kennen wir unser Haus und wir wissen, wie es funktioniert und was auch hinter den Wänden passiert, können vielleicht irgendwann kleine Fehlerchen, Probleme schneller erkennen und beheben. Also wir würden es immer wieder so machen, aber... Das war auch ein sehr wichtiger Schritt, um Geld zu sparen. Also gerade wenn der Elektriker oder der Gaswasserinstallateur dir dann auch noch die Pläne schreiben muss. Davon mal abgesehen, dass unsere Installateure uns auch immer wieder gesagt haben, dass das hier natürlich eine andere Situation für sie ist. Das ist jetzt kein normales Haus in dem Sinne. Und alles eben auch zum Teil mit Campingtechnik ausgestattet hier und da. Hätten wir diesen Plan nicht gehabt, wäre der Zeitaufwand deutlich größer gewesen für die beiden, die jetzt so aktiv an unserem Haus auch mitwerkeln. Diese Situation oder Konstellation hat natürlich nicht jeder. Und das ist auch immer davon abhängig, welchem Kontext baue ich dieses Haus gerade, in welcher Lebenssituation befinde ich mich gerade. Gut, dass du das sagst. In einer anderen Lebensphase hätten wir uns vielleicht auch anders entschieden und hätten gesagt, okay, wir haben das Zeitfenster ein Jahr, in einem Jahr soll das Haus da stehen, fertig und bewohnbar sein. Ja, klar. Wir haben unsere fixen Jobs, also da hätten wir vielleicht auch anders entschieden. Ja. Also es geht alles, es gibt super viele Wege. Klar. Und aber alles selber machen und Vollzeit arbeiten ist aus unserer Sicht unmöglich. Also auf jeden Fall sehr schwierig. Die letzte Kategorie, es geht ums Leben. Leben. Erste Frage, sind wir politisch unterwegs, beziehungsweise sind wir schon einem Tiny House Verein beigetreten? Nein, wir sind nicht politisch unterwegs, beziehungsweise wir sind auch keinem Verein beigetreten. Wir wollten uns jetzt erstmal voll unserem Tiny House widmen. Wir finden das sehr spannend und sehr wichtig, diese Arbeit, die dort vorangetrieben wird. Sehr, sehr wichtig. Wir haben auch von Bekannten schon gehört, dass es nicht mal möglich ist, für manche Menschen in eine 35 Quadratmeter Wohnung zu ziehen, wenn sie zu zweit sind. Das kann also der Vermieter immer noch verwehren, indem er sagt, nee, das ist nicht genug Raum für euch. Finden wir schade, genauso wie mit der ganzen Stellplatzsituation. Also es gibt einige Dinge, die wir gerne vorantreiben möchten. Wenn wir so etwas machen, dann eben voll oder beziehungsweise so, dass man auf uns zählen kann. Und dass wir uns auch mit integrieren können. Werden wir noch weiter ausmisten oder haben wir schon unser Ziel erreicht? Wir werden weiter ausmisten. Also wir haben schon sehr viel erreicht, unserer Meinung nach, alleine durch die Wohnungsauflösung in Berlin, das Ausmisten unseres Kleiderschranks, der Dokumente, der Bücher. Und wir versuchen uns auch immer an unsere neuen Regeln zu halten. Wenn was Neues reinkommt in unsere vier Wände, dann muss etwas Altes gehen, dass wir uns nicht wieder selbst zumüllen. Aber spätestens beim Einzug in unser Tiny House wird uns mit Sicherheit auffallen, dass wir an vielen Ecken und Enden immer noch zu viel haben, gerade wenn es auch um die Küche geht oder vielleicht immer noch um unsere Kleidung. Instrumente. Na, also ich war froh, dass du die nicht erwähnt hast. Okay. Da werden wir nochmal loslegen. Also da gibt es noch einiges zu tun. Und wir müssen natürlich auch schauen, was passt überhaupt mit ins Tiny House und nicht. Wir haben aus Berlin ja auch unser
Doppelbett mitgenommen. Ja. Das wird mit Sicherheit hier auch als Gästebett bei der Family weiter stehen. Wir hoffen, dass das E-Piano mit reinpasst. Also ansonsten möchten wir aber wirklich beim Einzug auch keinen Abstellraum haben oder kein Lager. Wir möchten dann wirklich mit dem alten Kapitel abschließen, um voll und ganz dann auch mit dem neuen Leben im Tiny House zu starten. Vielleicht ein kleines Lager? Nein. Ein ganz kleines Lager für ein paar Instrumente? Auf keinen Fall. Das müssen wir noch ausdiskutieren. Das finde ich aber schön, dass du die Frage jetzt bekommst. Wie der Kinder, ja. Ich wusste das. Wie stellen wir uns das Leben mit Kindern im Tiny House vor? Erzähl doch mal. Ich bin offen für alles. Also, nee, jetzt mal ehrlich, ich sehe da eigentlich kein Problem, ein Kind großzuziehen für die ersten Jahre in einem Tiny House. Ich persönlich sehe da kein Problem. Ich denke, du auch nicht. Jedenfalls nicht für die ersten Jahre. Und wenn dann irgendwann ein weiteres Zimmer vonnöten ist oder ein eigenes Zimmer... Würdest du dann ein zweites Tiny House bauen? Das war nämlich dann die zweite Frage. Ach so, dann würde ich vielleicht ein zweites Tiny House bauen, aber ich bin auch offen für den Gedanken, dass wir vielleicht dann doch wieder in ein Haus ziehen. Ich weiß es nicht. Also ich halte das alles offen. Ich möchte mich nicht versperren, was das angeht, weil ich gelernt habe, dass wir auch nur so vorangekommen sind in unserem Projekt, welches wir jetzt gerade fahren. Wir haben unser Gedankengut investiert, wir haben viel Zeit investiert, wir haben losgelassen, wir haben Neues erkundet, wir haben neue Türen geöffnet und ich möchte einfach nicht irgendwelche Türen jetzt so schnell schließen und sagen, das ist nicht möglich. Selbstverständlich sehe ich, dass das möglich ist, sonst würden wir das ja nicht machen. Also wir haben sicherlich auch den Wunsch, jetzt irgendwann Kinder zu zeugen. Und wenn das nicht geht, haben wir noch nicht drüber gesprochen, ne? Naja. Und wenn das nicht geht, dann wird es halt passend gemacht. Also ob es jetzt ein zweites Tiny House ist oder ob das dann doch eine Wohnung ist, beziehungsweise Wohnung eher nicht. Ich glaube, in einer Wohnung sehe ich mich nicht mehr. Wenn, dann wird es ein kleines Häuschen. Es ist ja eh hypothetisch, denn wir haben keine Kinder, wir haben einen Hund. Und wir bauen uns gerade ein Tiny House. Das Einzige, was wir bedacht haben, ist, dass wir ein zweites Zimmer mit in unserem Grundriss eingeplant haben und die Wände jetzt schon gezogen sind. Also das zweite Zimmer besteht, sodass man, ob erstmal als Office oder Ankleidezimmer oder auch mal für Gäste, man einen Raum hat, wo man eine Tür schließen kann. Das ist uns, glaube ich, ganz wichtig und ich sehe gar kein Problem darin, mit einem Kind, Hund, Mann im Tiny House zu wohnen. Absolut nicht. Ich glaube, das ist alles eine Frage der Organisation und wenn irgendwann das Kind nicht mehr in dem Alter ist, wo es eh am liebsten seinen Alltag bei der Familie, am Küchentisch, eben im Zentrum, da wo sich alles abspielt, verbringen möchte, sondern den Wunsch nach den eigenen vier Räumen hat, dann werden wir, glaube ich, die Letzten sein, die das verwehren werden, sondern dann werden wir schauen, wie wir den Wunsch erfüllen können, ob das dann, wie du sagtest, in Form eines zweiten Tiny Houses ist oder... Haus klingt für mich gleich schon wieder so groß. Ich würde es dann eher als kleines Bungalow-Häuschen sehen. Ich glaube, wir haben uns einfach so sehr schon für diesen Lifestyle-Wohnen auf kleinen Raum entschieden, dass wir nicht mehr in einem klassischen großen Einfamilienhaus leben werden, glaube ich, Stand jetzt. Aber alles ist drin und wie du sagst, wir passen uns einfach der Situation an und wir fangen jetzt einfach klein an, gucken, wie es funktioniert. Ja. Größer werden kann man immer. Kann man, ja. Wir haben das Eigentum, das kann uns keiner mehr nehmen, ob wir das vermieten oder wir es weiterhin benutzen, darin leben werden. Es wird auf jeden Fall eins. Es wird höchstwahrscheinlich intensiv, aber ich bin auf jeden Fall ein sehr intensiver Mensch. Und ich freue mich auf die intensive Zeit, gerade mit meinem Kind oder mit unserem Kind. So, ich mache jetzt mal die letzte Frage für heute. Bitte. Ob wir denn auch in Zukunft etwas über unsere Ernährungsroutinen, unsere Sportroutinen, als auch über unseren Berufsalltag erzählen oder zeigen könnten? Es drehte sich ja alles eher um dieses Tiny House. Und das ist ja momentan auch unser Hauptfokus, weil wir das jetzt unbedingt auch fertigstellen wollen. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann können wir gerne dazu nochmal ein gesondertes Video machen, denke ich. Lasst es uns wissen, was euch da genau interessiert und dann werden wir das sicher früher oder später auch mit einfließen lassen. Jetzt, wo die Sonne wieder rauskommt, werden wir rausgehen. Yes. Das heißt, wir sind am Ende dieses Videos. Wir haben
Ich hoffe, alle Fragen beantwortet soweit. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt diese gerne unten in den Kommentaren. Dann überlegen wir, ob wir ein weiteres Q&A-Video zusammenkriegen. Ansonsten hoffen wir, dass euch dieses Video gefallen hat, dass wir eure Fragen beantworten konnten. Und hinterlasst uns dafür gerne einen Daumen, wenn das so war. Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo. 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 Hi. Ich habe mich gerade über das Hallo von Anja lustig gemacht.